So, jetzt müsste die Aufzeichnung laufen. Ja, ich frag jetzt noch mal zu dem Programm. Ja, Frau Roch. Pass auf, das Programm ist ja eine Rolle, was ich spiele. Und in der Rolle muss ich ja die Funktion einnehmen, die die Rolle halt hergibt. Und jetzt beobachte ich aber, dass eben solche Sachen wie, was machst du mit den 10 Euro, was wird damit gemacht, dass in mir was hochkommt. So, jetzt beobachte, ich bin der bewusste, träumende Geist. Ich beobachte das. Kann es ja aber nicht abstellen. Es ist ja so in mir. Genauso ist es. Du wirst so. Erst einmal feststellen, dass du immer Spiegelbilder von dir selber hast. Das ist ja. Diese Kritik. Das ist, wie massiv dieses Gelddenken ist in den Leuten. Und ich kann es immer wieder bloß sagen, wenn ich gefragt werde, das sind nämlich auch für sie gekommen und ich sage es erbärmlich, man müsste sie an und für sich ausladen, weil die nichts verstanden haben von Holophilien und die für Holophilien das gar nicht wert sind. Ja. Die meinen, die sind so frei und reagieren so massiv, wie so ein Bibifax. Ich erkläre Euro. Immer ganz schlichtweg und einfach hier den Vortrag soll. Das habe ich hier Namen Weißenbruch, wie man in Weißenbruch gehabt. Und was kostet das? Dann habe ich gesagt, da geh einfach auf die Stadt Weißenbruch und schau, was der Vortrag soll plus Miete kostet. Und es ist schlichtweg und einfach so, dass das, was du verlangst, ist erst einmal die Saalmiete plus dann die ganzen Essen. Das gibt das Hotel vor. Das ist halt einmal, wenn du einen Veranstaltungsraum mietest von der Stadt. Du weißt ja, die Weißenstadt Weißenbruch, glaube ich, hat ja 1.600 Euro am Tag gekostet, wo dann sicher war, weil das musst du ja bezahlen. Ja. Das sind einmal rein die Grundkosten, die auftreten und die 10 Euro, wo dabei sind. Das ist halt sowohl selbstverständlich, das ist im Kleinen in einer Organisation, wo du hast, wo ich immer wieder sage, wo ich dann sage, selbst wenn du jetzt dein Zimmer bezahlst, was du brauchst, dann müssen wir die Anlage haben, dann haben wir in Fiegenstein haben wir den Videobeamer gekauft, all das ganze Zeug. Und das, was über ist, sage ich dann zu den Leuten immer noch, da weiß ich, dass ihr der Marion was gebt. Ja, so ist es. Das ist aber nicht in Uda, weil der Uda nämlich so, der will nichts. Das aber nicht, das ist in einem gewissen Maß, weil ich wirklich, und das ist jetzt kein Gejammer, ganz im Gegenteil, ich habe eigentlich immer bloß Luxusprobleme, egal was ich Luxusprobleme sind, weil eigentlich immer alles da ist, was mir wichtig ist, aber mir ist fast nichts Wichtiges. Ja. Aber das ist, ich lebe als Udo selber wirklich weit unter Hartz IV. Udo, das war wenn ich jetzt das, was mir Leute Freude machen, und ich sage immer, wenn da mal was gibt, dann kauft man was zum Essen, aber selbst da soll ich mittlerweile lasst es so viel Öl und Zeug, was ich zum Kochen kriege, kann ich gar nicht verkochen. Aber Udo, es macht uns doch eine Freude. Es ist richtig. Ja ein Bedürfnis. Lass mir, Helga, ich erwähne das nur. Ich kann nur von meinem Teil sagen, ich habe noch niemals irgendeinen Pfennig verlangt. Das ist schon einmal losgegangen und das ist in einem gewissen Maß, werde ich dadurch am Leben halten, wobei, ich rede jetzt normal, mir das vollkommen gleichgültig ist, weil ich eigentlich, mein Leid, habe ich so oft gesagt, das war immer zu viel da ist. Und das bezieht sich rein auf Lebensmittel, auf Essen, was Kleidung anbelangt und das Zeug. Da muss ich gar nicht reden, weil mir das sowas von gleichgültig ist. Ja. Und ich rede jetzt rein als Udo. Ja. Das war mir extrem weit weg, aber die dann noch resonieren, welche diesen Kleinigkeiten, ich sage, die wissen gar nicht, was sie sprechen. Ich kann immer wieder sagen, Holofeeling ist vollkommen geldfrei und du kannst nur in einer Selbstbeobachtung merken, wie du noch in dem Taschenrechner drin hängst. Ja. Das ist in Kleinigkeiten und das ist das Problem, das du zuerst einmal zu durchschauen hast. Ja, das hat von der Qualität, wenn der doch nichts verlangt, ich verlange selbstverständlich nichts. Ja. Ich sage, diese Tausenden von Selbstgesprächen, ich sage, das sind ja, ich weiß nicht, wie viele sind im Internet drin, die aufgezeichnet wurden. Aber du hast da keine Vorstellung, wie viele Tausende von solchen Gesprächen geführt werden, wo nicht aufgezeichnet war. Ja. Das mache ich also, jetzt bewusst chronologisch ausgedacht seit 25 Jahren. Wenn ich jetzt innerhalb deines Zeitraumens bleibe, ich denke sowieso ganz anders, aber darum geht es gar nicht. Das ist, du musst selbst die wir uns jetzt ausdenken, und jetzt kommt wieder Holofeeling, Helga, ist eine Spiegelung von dir selbst. Natürlich, das weiß ich. Das ist, weil, sagst du mal, du musst wirklich die einfachsten Sätze verstanden haben. Alles, was du zu sehen bekommst, taucht hier und jetzt nicht auf. Und du bist ein träumender Geist. Ja, genau. Das heißt, du kannst dir das nicht raussuchen und jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste, den es überhaupt gibt. Und ich sage, das Erste, was du zu lernen hast, dich über nicht zu niemandem aufzuregen. Ja, aber und der bist du erst, Helga, wenn du in den roten, wirklich voll in den roten Bereich reinkommst, weil das Helga-Programm, das du zu durchschauen hast, resoniert ja noch drauf. Ja, klar. Und dann merkt das es hoch, sonst wäre die Frage gar nicht gefallen. Richtig, absolut. Ich sehe das alles mit einem gewissen Schmunzeln. Du wirst irgendwann nochmal Ruhe kriegen, weil du feststellen wirst immer mehr, und das kann ich nicht oft genug sagen, du kannst einen Gedanken von dir nicht retten. So ist es.
kann Versuch ja. es. Mach. Du kannst deinen Gedanken kann dir auch nicht helfen. Kennen. Ich habe es ja bewusst erkannt. Diese Identifikationen, das ist ein Spiel, ist immer wieder der Kreislauf, den du durchlebst. Ja. Und ich sage, solange du noch in einem zeitlichen Denken drin bist, mit vorher und nachher, du brauchst es ja, um Welt aufzubauen. Ja, natürlich. Das ist wichtig. Wir müssen uns jetzt dem Leinfeldvorbrauch denken, dem wir uns jetzt in die Zukunft denken. Aber du hast ja auch einmal die Fiegenstall-Vorträge, den Weißenburg-Vortrag in die Zukunft gedacht, die denkst du jetzt in die Vergangenheit. So, und du wirst ja auch dem Leinfeld-Vortrag, wenn er passieren sollte, sage ich jetzt. Das ist ja offen. Ich sage immer eine grobe Planung. Für mich ist es nur eine grobe Planung, weil ich vor dem Hier und Jetzt bin. Ja, ist es auch. Das ist nicht einmal, dass ich eine Weiche stelle, weil ich mich da schon lang, ich sage seit 20 Jahren in Zoom habe, ich kann immer wieder nur sagen, ich habe noch niemals zu irgendeinem als Udo gesagt, organisiere einen Vortrag. Du weißt es bei dir, das wird dir jeder bestätigen. Ja. Die fragen mich und dann sage ich ja. Ja. Weil ich ein Ja und Amen-Sager bin. Ja. Ja. Das ist, ich kann auch natürlich einmal Nein, N-A-I-N sagen, aber da müsste ich jetzt genauer drauf eingehen. Und jetzt ist es definitiv so, Helge, und da geht es nie um eine Rechtfertigung. Ich habe es nicht nötig, mich zu rechtfertigen vor irgendjemandem. Es ist ein Geschenk und das kriegt nur der, der uns zwei jetzt ausdenkt. Jetzt habe ich gesagt, Helge, das heißt, du bist ein Sklave als Helge, du musst es tun, so wie ein träumender Geist. Ja. Das träumen muss, was er träumt. Und ich sage, der erste Schritt, ich sitze jetzt zum Beispiel als Udo und ich mache mir jetzt Gedanken, was sage ich diesmal? Und mein großer Zwiespalt ist, ich sag, betone immer wieder, ich könnte euch so viel erzählen und viele jammern dann, der sagt ja wieder dasselbe. Wenn ich was wiederhole, dass ich meine Botschaft nur an den richte, der mich jetzt ausdenkt, der sich dann meinetwegen den Bleinfeld-Vortrag, den neuen, ausdenkt. Jetzt in die Zukunft und irgendwann einmal in die Vergangenheit, wenn er hingeht. Oder er muss nicht einmal dort sein. Es ist ja im Prinzip wurscht, die Information kriegst du übers Video genauso. Du weißt, wenn ich immer wieder sage, der wird jetzt ausgedacht in die Zukunft, der wird jetzt erlebt, Moment für Moment, und er wird jetzt wieder in die Vergangenheit gedacht oder woanders hingedacht. Was du erlebst, ist immer hier und jetzt. Und es geht nur um diesen einen unpersönlichen Geist. Ja. Das heißt, du musst dich zuerst einmal komplett freimachen von dem Wahn zu glauben, du bist irgendein Gedanke von dir. Das sind jetzt ganz einfache Worte. Und wenn ich das immer wieder wiederhole, so wenn du einen Hauch, nur einen Hauch vom Bewusstsein hast, wirst du dir eingestehen müssen, wie du immer wieder welche jeder Kleinigkeit in der Welt versinkst, die du dir ausdenkst. Ja. Die Identifikation mit einem Gedanken von dir, das ganze Leid, die ganze Angst. Vor was hast du Angst? Überlebensängste. Warte mal, kleines Hanne-Marie. Ja? Nee, pass auf, ich bin jetzt gerade im Gespräch mit dem Udo. Ja, danke. Ja, kannst du machen. Danke. Tschüss. Vor was hast du Angst? Überlebensängste. Das ist ein klares Zeichen. Du verwechselst dich schon wieder mit dem, der du zu sein glaubst. Ja, okay. Das, was du bist, ist ein absolutes, nicht denkbares Nichts. Das ist so, ja. Kann nichts Angst haben vor irgendwas. Zum Beispiel davor, dass zerstört wird. Wie soll das passieren, dass etwas nicht existierendes, nicht seiendes, blau geschrieben jetzt in Form von Existenz, dass das zerstört wird? Das Rote kann nicht zerstört werden. Kann es auch nicht. Udo, ich merke. Hast du es verstanden oder ist es bloß intellektuell begriffen? Da wirst du jetzt feststellen, wo dein Glaube hängt, was du noch beschwörst. Ja. Wo du hinhältst, das Kaufmannsding, das schöne Briefchen, wo du mir hier auf Skype reingestellt hast, privat mit deiner neuen Erfahrung, mit der Neugier. Es ist, selbst wenn du neugierig bist, diese Gier auf Neues, wie man das so schön nennt, bist du wirklich auf Neues gierig, auf wirklich Neues, oder bist du bloß gierig auf Neues, wo du meinst, es bringt dir was, um dich besser am Leben zu erhalten? Das ist interessant. Das ist nicht, meine Botschaft ist noch lange nicht, ich sage immer wieder, das, was du zu sein glaubst, das löst sich schon auf, wenn du nicht mehr an das denkst, was du zu sein glaubst. Jetzt muss man natürlich wissen, dass du ja, wenn du an dich denkst, eigentlich nur mal an den Körper denkst. Und der existiert nicht, wenn du nicht dran denkst. Und jetzt frage ich mal eine ganz einfache Frage. Ich frage jetzt den, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Gespräch anschaut. Dieses Video, diese Aufzeichnung, die angeblich in der Vergangenheit gemacht wurde, obwohl die hundertprozentig sicher jetzt aufgenommen wird und jetzt angeschaut wird. Jetzt mache ich einmal Schnipp und jetzt mach dir mal Gedanken, ob du die letzten 5 Minuten geatmet hast. Das habe ich nicht mitgekriegt. Nee, habe ich nicht. Jetzt schau in dich rein, ob du glaubst, dass du die ganze Zeit atmest, auch wenn du nicht dran denkst. Das setzt schon wieder voraus, dass du die ganze Zeit glaubst, dass du ein Körper mit zwei Lungenflügeln ist, mit einem Innen und mit einem Außen. Aber die ganzen Sachen entstehen erst
in dem Moment, wo sie gedacht werden, jetzt, wo ich diese Worte ausgesprochen habe, sind die Lungenflügel entstanden. Auch das Innen und das Außen, war jetzt ein Außen und ein Innen da, habe ich so schön erklärt. Man muss das immer wieder wiederholen, wenn man das einmal hört und es erscheint einem logisch, dann ist es schon wieder weg und du machst komplett in dieser alten Struktur weiter. Und der Trick ist jetzt, das, was ich immer in diesem Beispiel nehme, das, was auftaucht, verschwindet, dann taucht ein neues Bild auf, das schiebt sich vor das alte. Das, was du siehst, ist jetzt wie das, was auf dem Bildschirm ist. Das ist das, was du siehst. Und dann kommt wieder ein neues, das schiebt sich davor und du siehst immer, wenn was auftaucht, du kriegst gar nicht mit, wenn was verschwindet. Aber in dem Moment, wo das Neue da ist, kannst du feinstofflich, das, was vorher, angeblich vorher war, das ist nicht in einer longitudinalen Reihe, sondern das ist eine Hierarchie wie in so einem Spiegeltunnel. Wenn ich jetzt dort den Spiegeltunnel aufbaue und ich zähle die Lämpchen durch, wie sieht das aus, wenn ich mir das von oben anschaue? Da sehe ich nur eine einzige, wenn da zwei Spiegel sind mit einer Lampe dazwischen. Wenn ich zwischen diesen zwei Spiegeln stehe und selber dieses Lämpchen bin, ich sehe immer nur Spiegelungen von mir selber. Und was jetzt eine ganz einfache Metapher ist, wohlgemerkt, wenn wir dann vier Spiegel um uns herum haben, dann hast du es halt in dieser Illusion der Dreidimensionalität. Dass alles, was in dir auftaucht, die Menschen, deine Interessen, du lebst in der Welt deiner Interesse. Und wenn ich jetzt, suche ich ein paar Videos her von Gurus, von allen möglichen, wie ich es bisher immer gemacht habe in den Vorträgen. Und es wird, wenn du einen gewissen Bewusstseinsstand erreicht hast, du kannst die nicht mehr anhören. Weil du merkst, es ist zwar alles richtig, was die sagen, aber nur ein bisschen. Ja. Ich habe jetzt hier gerade im Moment, habe ich laufen, da habe ich den Unikus das alleine übrigens gehabt, hier, den hier, ein ganzer netter, ein ganzer lieber, dieser Satguru, die große Schwierigkeit, das ist zu 99% raumzeitliches Geschwätz. Das ist eh so Geschwätz. Ja. Schwatzt er genauso noch. Ja. Da kannst du aber nehmen, wie du willst. Was du könntest, die können so viel von Heiligkeit und Geist und der Geist und dann, ich gebe mir das auf, vielleicht, wenn es sein sollte, ich suche immer, wenn so Stellen raus, ich könnte ja jedes Video nehmen. Wenn du wirklich jetzt bist und schaust, was Worte in dir auslösen. Und darum wiederhole ich das immer wieder. Wenn du es verstanden hast und ich meine jetzt den Geist, der mich jetzt sprechen hört, dann wirst du das nicht mehr von mir zu hören bekommen. Und solange der Udo in irgendeiner Art und Weise in dir auftaucht, als Pixelmännchen, oder seltenweise als reale Person auf deiner VR-Brille. Ja. Der würde das, wenn er das wiederholt, hast du es nicht verstanden. Ja, ich habe das auch gemerkt. Dein Ego sich aufbläht, dass du es meinst, dann fällt dir vollkommen das Bewusstsein, weil in deinem Alltag werde ich dir immer wieder zeigen, dass du eine Sekunde nach meinen Worten sofort jetzt wieder chronologisch, hierarchisch, nicht chronologisch, sondern hierarchisch gesehen wieder wegstehst. Ja. Jetzt ist der Trick schlichtweg und einfach, dass ich immer wieder sage, es gibt bloß das Jetzt, alles ist jetzt. Du musst von dieser chronologischen Vergangenheits-Zukunfts-Sichtweise dir das vorstellen, das habe ich auch alles so oft erklärt, in diese Transversale, in die Vertikale gehen. Dann gibt es keine Vergangenheit, keine Zukunft mehr. Und jetzt wird es interessant, Helga, dass ich immer wieder sage, du musst einen Kreis draus bilden. Mhm. Wenn du in Ich bin du, heißt es, wenn du ein Kreis geworden bist, G3S, das heißt ein geistiges Spiegelbewusstsein, rot geschrieben. Ja. Dieses Reihe rot geschrieben ist ja nur, R ist der Kopf, A ist der Schöpfer, I ist Gott, der Kopf des Schöpfergottes. Und jetzt ist G vorne, der Geist ist der Kopf des Schöpfergottes als Symbol. Und das ist reines Bewusstsein, das ist der Kreis. Ja. Wenn du ein Kreis geworden bist, wirst du erkennen, dass du schon immer ein Kreis warst und immer ein Kreis sein wirst. Jetzt kann man aus dem G, wenn man das härter aussprechen, wird aus dem G ein K. Das ist ja dieselbe Wortwurzel hinten, der Gutturallaut. Ja. Was passiert jetzt, wenn man den Anfang, was war der Anfang deines Lebens, jetzt materialistisch als Kreis gedacht, da warst du ein Ei. Das Ei, das befruchtet wurde in einer Matrix. Jetzt wird es natürlich sehr interessant, jetzt muss ich ja mal schnell das einschalten. Wir teilen uns das einmal und dann gehe ich da ganz kurz einmal in den Gematrie-Explorer. Pass auf, du bist erst einmal ein Ei. Und jetzt mache ich einmal ganz einfach, wie wir das sprechen, dieses AI. Und da wissen wir ja, das AI heißt erst einmal nichts, nicht, ohne irgendetwas. Okay, hier, das ist der Überbegriff, habe ich so oft gesagt, das AI. Dann heißt es wo. Und da wird es jetzt schon interessant, schau dir nur die Zeichen an, wir haben das W, das doppelt aufgespannte,
eine Spannung, U ist zweite U oder V. Ja. Und das O. Das heißt, diese zwei Kreisen, die tauschen sich laufend aus. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Bild unten mit drin ist. Ja, aber so ja, Storm. Ja. Hast du mein Bildchen noch mit drin? Und jetzt pass auf. Jetzt ist es, dann ist es noch die Insel. Und ich sage immer wieder, wenn wir uns jetzt unsere symbolische Meereslinie vorstellen und es wird durch eine Eruption ist in der Tiefe des Meeres, das heißt, der erwachte UB, der drückt jetzt von unten einen Wellenberg hoch, dann ist dieser Wellenberg doch eine Insel aus Wasser. Ja. Ist jetzt die auf dem Meer oder ist das Wasser, wo ich rausdrücke, eins mit dem El Hayom selber, mit dem Meer selber? Versteh die Symbolik. Wir können natürlich das Ei, können wir natürlich auch mit einer 70 schreiben. Und dann haben wir den Trümmerhaufen. Jetzt kriegst du hier eine Trümmer und die R haben wir jetzt schon eine Reihe. Die R heißt ja die Reihe. Eine Spiegelwahrnehmung. Jetzt schwingt sich das Ganze hoch. Aber ich will nicht zu tief gehen. Was mir wichtiger ist, Helga, das ist die Sache, wir schauen uns erst einmal den Kreis an. Das ist jetzt, wenn ich das Wort Kreis nehme, glaub mal einen Moment, da hole ich jetzt mal den Trümmerhaufen hier, dass ich ihn extra habe. Es gibt verschiedene Wörter für Alter oder Kreis. Wir machen jetzt ganz einfach mal was sehr Schönes. Ein Ich, das heißt ja Gestaltwerdung. Ja. Das Bestehende, das Dasein, die Existenz. Jetzt wissen wir aber, dass es kein Plus ohne ein Minus gibt. Ja. Also machen wir Plus Ich und wir machen ein Minus Ich. Okay? Ja. Und jetzt schauen wir mal, was das hast und jetzt hast du den Kreis. Ja. Okay, jetzt ist interessant, das heißt, das ist einmal Alter, aber All heißt ja Gott. Auch ja. Nichts und da heißt Reihe. Ja. Wenn ich jetzt nur TR mache, ich kann natürlich hier auch dieses R mit einer 70 schreiben. Es gibt viele Möglichkeiten. Dann wird es natürlich interessant. Jetzt kriegst du ein Messer, eine Scheide. Jetzt wird etwas geschieden. Es wird etwas auseinandergeschnitten. Zum Beispiel die Gegenwart und die Zukunft. Das Hier und das Woanders. MS heißt ein gestaltgewordenes Sein, das berechnet wird. Ja. Esse heißt du machen, handeln. Das ist aber je nachdem, das haben wir ja eh schon durchgemacht. Aber ich will zurück zu dem Ich. Dieser Alter, das Alternieren, passiert in dem geistigen Spiegelbewusstsein. G-Rei-S. Ja. Jetzt steht da unten noch, er jubelt, es freut sich, es wird sich freuen. Siehst du das? Ja, sehe ich. Pass auf. Das ist ja unter das, was hier immer steht, das Grüne. Das ist aus dem Dennach. Das heißt, das ist definitiv, was eine jüdische Schule in Rotterdam, das sind reine Juden, die ihre Itzagludia-Akademie, wie die dieses Wort, wenn sie es einzeln kriegen, übersetzen. Mhm. Wir haben hier einen göttlichen Logos. Ich mache jetzt das Rot und Blau und die Dasein, die Information. Aber wenn wir es zweimal blau schreiben, und jetzt ist es hier Kreis alternieren, steht ja schon da. Und wenn wir das J als Vorsilbe lesen, dann haben wir J Schisch. Und das Schisch heißt eben, das ist sich freuen, frohlocken. Wir können uns das ganz kurz nochmal anschauen. Das ist jetzt der Alabaster, der Marmor, das heißt eine spiegelnde Fläche, wenn du es unten liest auf Lateinisch. Ja, glatte Spiegel. Und da merkst du jetzt, wie weitgehend das übersetzt wird, weil J und Watt können wir mal auslassen, das heißt frohlocken und sich freuen. Okay? Ja. Und drum steht jetzt hier unten, das heißt, er wird sich freuen, er wird frohlocken. Das ist jetzt dieses Schisch, übersetzen die im Dennacher so, das kommt im Dennach vor. Mhm. Er ist froh, er ist, J als Vorsilbe gelesen, er wird jubeln, er wird sich freuen. Aber ist es wirklich eine Freude, alt zu sein und ein Kreis zu werden, Helga? Ich frage dich jetzt, möchtest du nicht lieber wieder 25 Jahre jung sein? Nee, du, Udo, so glücklich war ich noch nie, wie ich jetzt bin, muss ich dir sagen. Es wäre was verkehrt gelaufen in deinem Leben, ja. Wenn es nicht so ist. Das ja. Können junge Leute nie verstehen. Ja. Ungeachtet der Wehwehchen, die man noch mit dem Kauf nehmen muss in dieser Verbandsart und Weise. Das ist nichts, es ist ein Segen, ein Kreis werden zu dürfen. Was passiert jetzt, wenn wir den Kreis wieder mit dem Anfang verbinden? Der verbindet, wir müssen ja den Anfang, wo wir das Ei, den Schöpfergott setzen. Okay? Ich sage ja, Helga, ich sage ja, im Anfang ist der Schöpfergott, okay? Ja. Und am Ende ist der Kreis. Aber ist der G-Rei-S, dieser Kopf, dieser geistige Kopf des Bewusstseins, dieser G-Rei-S,
dieses geistige Spiegelbewusstsein, ist es nicht letztendlich der Schöpfergott für alles? Wenn wir jetzt das zusammensetzen. Ja. Das ist das große Geheimnis. Und das Holo-Feeling, wie gesagt, was ich euch jetzt im Gematrie-Explorer zeige, also genau genommen nur dir, den, der mich jetzt ausdenkt. Ja. Du wirst doch wohl nicht glauben, dass die Helga, die du dir jetzt ausdenkst, dass dieses Spitzelmännchen irgendwas verstehen kann. Das ist Pass auf, und jetzt machen wir aber einen kleinen Trick. Jetzt zeige ich dir mal was. Ich würde mal schauen, wie tief das geht in den Werten. Das sind Qualitäten. Die Zahlen sind ja Qualitäten. Jetzt mache ich hier mal, statt am Wort Anfang, wie das weitergeht. Oh, das hat jetzt nicht hingehauen. Kleinen Moment. Den Schisch brauchen wir und den machen wir jetzt mal am Wort Anfang. Da haben wir dasselbe stehen, okay. Wie das weitergeht, wie die Buchstaben dran im Wörterbuch. Siehst du, jetzt merkst du mit dem Waff, sie jubeln, sie mögen jubeln, sie freuen sich. Das wird jetzt imperfekt gelesen. Sie werden frohlocken und sich freuen. Aber das magst du erst, wenn du in einem fortgeschrittenen Alter bist. Ja, das ist so. Das kann ich nur bestätigen. Das ist eine biblische Figur, die kommt nur vor, da steht Schischisch, Jotschisch, Schei, der kommt nur vor in der Chronik. Das ist übrigens der Vater von Michael. Michael heißt, wer ist wie Gott? Mhm. Der Gottessohn ist wie Gott. Und wen ist denn sein Vater? Der hier. Der ganz Alte. Die Greise. Aber was jetzt, pass auf, jetzt gehen wir in die Zahlenebene rein. Schau mal, 626, 1026, wenn du das schon liest, Gott und Jahwe, 26 ist für die Jahwe. Dann können wir 6, ich lasse nur mal die 6, das heißt der verbunden oder aufgespannter Jahwe, dann ist es der Gott oder der Intellekt in Jahwe, dann haben wir die 630, das sagt jetzt im ersten Moment überhaupt nichts. Machen wir einfach mal Spaß halber, wir sind ja neugierige Kinder, ich habe ja auch keine Ahnung, ich muss ja auch nachschauen. Okay, wir machen jetzt einfach mal den äußeren Wert, die 620, was sich da so aufbaut. Das ist die Speise, die Nahrung basiert in seinem Bund. Einfach lesen. Bisschen im Kontext bleiben. Du wirst jetzt ein Greis. Du bist dein ganzes Leben, wurdest du gespeist. Okay? Jetzt, jetzt kommst du in meinen Bund. Ja. Das heißt, dazu ist es aber nötig, dass es zuerst einmal in sich zeigen, sichtbar machen. Ich muss mich zuerst einmal offenbaren, Ohren bauen. Okay? Ja. In BI. BI heißt im Nichts, der Kreis wird wieder zum Ei. Okay? Ja. Und wenn er dann wieder dieses Nichts ist, kommt er als Kreis in sein eigenes Erscheinen. Und dass du das erleben darfst, da muss ja einer sein, der dich auswählt. Ja. Der dich, werde ich aber bevor er dich erwählt, wird er dich zuerst prüfen. Ja, das ist aber so. Da muss ich dich zuerst suchen. In mir und muss mich, ich. Jetzt rede ich natürlich nicht darüber. Ich muss dich, Geistesfunk, vor mich hinstellen als Brösel, muss selber in diese Traumwelt reingehen, weil du ja nicht von unten nach oben schauen kannst. Ja. Okay, dann sehe ich dein Prote, das ist eigentlich ein Tiefdruck, denk an das Bettschaft. Ja. In meine Oberfläche muss ich ja Unterschiede reinstanzen. Ja. Kannst ungefähr die Gedanken? Ja. Okay, jetzt pass auf, jetzt machen wir mal, das war die 620, jetzt schauen wir uns die 626 an. Das ist nur der äußere Wert, wo die Symbolik ist. Die Artischocke lasse ich ja mal weg, das ist eine Hebraisierung, das wäre jetzt aber interessant, uns das genauer anzuschauen. Das geht jetzt los, das da mal, die Äußerste, das Äußerste, der Ausgang, das Zukünftige, das Kommende. Ja. Dann kommt das Wählen, das Auswählen. Wir wählen jetzt erst einmal in Abteilungen, ihre Teile, ihre Einteilungen, ihre Ordnungen. Und jetzt kommt ein Ausziehtisch, die ich. Ich tue jetzt das nicht alles auffächern. Und jetzt kommt eine Probearbeit. Und wenn du Proben arbeiten, dann kriegst du ein Rückgaberecht. Da ist der Geber. Siehst du, das muss der Geber. Ja. Der Rückgeber. Geber ist die männliche Potenz. Und dann wirst du so einen Rückläufer. Ja. Und jetzt um dich sehen, schauen, erleben lassen. Jetzt wird dir bewusst, dass das alles, was du dir denkst, um dich herum ist. Ja, es ist auch so. Okay, jetzt kommt das Auswählen, Erwählen, Prüfen wieder. Und dann, wenn du von mir auserwählt wurdest und ich dich geprüft habe, dann fängst du an zu jubeln. Jubeln. Ja. Merkst du, das ist eine Geschichte? Ja. Das ist immer eine Geschichte. Die Frage ist, wenn du das alles einsortieren kannst. Du hast die Freiheit, deine Fantasie, deine Perspektiven zu drehen. Jetzt kommen wir in die 1026. Das heißt ja Gott Jahwe. Also der kleine Gott Jahwe. Ja. Der Jahwe ist ja der kleine Gott. Der kleine Gott, ja. Okay.
Jetzt ist, wenn du mal der kleine Gott bist, kannst du anfangen zu prahlen. Jetzt ist natürlich prahlen im ersten Moment was sehr Negatives. Merkst du? Aber negativ ist ja an und für sich, warte mal schnell, wir machen mal prahlen. Wir haben ja immer zwei Seiten. Das ist die erste Fähigkeit. Wie oft, Helga, habe ich gesagt, wenn dir was positiv erscheint, dass du das zwanghaft mit einem Programm nur positiv bewertest, dreh das um 180 Grad. Ja. Es ist immer ein Kegel. Ja. KGL heißt wie eine Welle. Und wenn du, wir setzen jetzt den Kegel, wenn du nur einen Kreis siehst, dann siehst du die Sachen positiv. Und wenn du mehr die Dreieckseite siehst, siehst du es negativ. Und das kann jetzt, wenn man einen Schatten werfen, kann das ja mehr kreisförmig oder mehr dreieckförmiger sein. Absolut her gesehen ist es so, du kannst es drehen. Das heißt jetzt abwertend sich einer Sache rühmen. Wieso bloß abwerten? Ich kann es ja auch aufwerten, okay, wenn ich mich einer Sache rühme, ja, dass ich zum Beispiel schlichtweg und einfach sage, ich fange langsam an zu verstehen, was ich wirklich bin. Ja. Das wirkliche Licht für alles. Ja. Wer ist die Ursache für eine ausgedachte Welt? Der Denker. Der sich's ausdenkt. Ja. Du kannst es drehen und wenden. Ich frage immer wieder, wer ist dran schuld? Ja. Egal, was du zu sehen bekommst als träumender Geist, es würde nicht existieren, wenn du dir es nicht denkst. So ist es, ja. Meinst du, dass es wirklich eine Syrienkrise gibt, dass es einen Trump und einen Putin gibt? Meinst du, dass die zwei, die du dir jetzt denkst, diese Gedanken mächtig sind? Ich weiß, es ist extrem ungewohnt, aber das ist das, was ist. Ja, es ist ein Gedanke ist niemals mächtig. Ja. Okay, jetzt haben wir die 1026, jetzt haben wir das schon mal mit weg. Bra ist Fra. Jetzt pass auf, jetzt kommt aufgeben. Aufgegeben. Entschuldigung. Schau mal auf Gag. 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 Das ist Gag. Ja, ja. Das ist doch das Dach. Ja. Genau genommen heißt Gag. Gag heißt Flachdach. Flachdach. Das ist eine Die-Eckplatte. Bla ist das Wunder von zwei Erscheinungen. Des Räucheradars. Da müsste ich jetzt, jedes Ding wäre Geschichte. Du weißt, jedes Wort wären 400 Seiten. Ja. Aber es ist genau genommen ein Flachdach. Lach ist die Lebensfrische. Das ist ausgedacht. Und wenn du dir das jetzt nochmal anschaust, das heißt, aufgeck auf dem Flachdach ist es eben. Aufgeck ist es eben. Eben. Weil es ein Flachdach ist. Ja. Da muss ich natürlich wissen, ein normaler Mensch kann das nicht sehen. Ja. Auch das Wort können wir wieder ohne weiteres, wenn wir uns das genauer anschauen, das ist ein extrem gezipptes Programm. Ja. Wenn du dann diese eben Fläche, wie ich sage, die Nulllinie erreicht hast, und jetzt kommt die Krönung. Die Krönung, das Kapitel, der Knauf, da wird es natürlich ganz interessant, dass diese Kapitäle, da wird das Kapitel ist das Köpfchen. Dann wirst du 10 ein kleiner Gott zu Jahwe. Ein kleines Köpfchen. Das kleine Köpfchen, auch wenn wir uns das Rot ausdenken, das sind meine Geistesfunken, die sich natürlich dann zusammenfassen in den großen Kopf. Ja. Und dann kriegst du eine Verwaltung, eine Fürsorge, ein Bewachen für deine eigene Traumwelt. Mhm. Da ist im Hintergrund der äußere Wert. Schau, ist 10,26, das ist 10 ist ja rot gelesen, der kleine Gott wird zu Jahwe. Ja. Der große Jahr ist 86, das ist der OP. Okay. Der ist total, der ist alles. Ja. Du bist bloß der Chef für deine kleine Traumwelt. Ja. Siehst du, 2 Zahlen steht hier im Klartext da, wenn du es lesen kannst. Ja, kann ich. Wenn man immer einer meint, es ist Zufall, wir machen hier doch nicht der Wischiwaschi-Astrologie oder Esoterik, dieser ganze Kack, wo ich immer wieder jetzt negativ ausgesprochen. Jetzt kommt dann deine Verwaltung, alles, was du zu sehen bekommst, schneidest du eigentlich, haust du ab, rottest du aus, du fällst den Baum, du schlossest, da muss man jetzt, ich müsste jetzt wieder sehr weit in die Worte reingehen. Jetzt kommen wir wieder das Wort, schickst die Freundlichkeit und die Geselligkeit, die Sozialfähigkeit kriegst du erst in einem fortgeschrittenen Alter. Wenn du jung bist, bist du rechthaberisch und einseitig. Ja. Stimmt oder stimmt? Ah, das stimmt, absolut. Ja. So, Helga, dann machen wir das wieder weg. Ich wollte dir das nur mal zeigen. Ja. Das ist, wenn ich jetzt das zeige, jetzt musst du wieder 2 Sachen machen. Wie weit hast du dich mit der Sprache beschäftigt? Jetzt setz dich einmal zurück. Wir blättern in deinem Buch jetzt einfach mal 10 Jahre zurück und du würdest jetzt dieses Video hören. Hab die Demut, dass wenn dir das jetzt einleuchtet, nachdem du 10 oder 20 Jahre Holofeeling-Schriften jetzt bewusst wieder normal gesprochen studiert hast, dass du jetzt langsam ein leichtes Aha
Ein heuriger kriegst bei solchen Aussagen. Wenn du das ohne einen intellektuellen Hintergrund von Holofeeling zu hören bekommst, sag, was redet denn der alles? Ja, das ist so. Ja, aber da kommt auch eine richtige Freude in mir jetzt so, wo ich immer mit das meinen war jetzt das einseitigen Briefchen, Glauben wo du mir geschickt hast, Helga, das Briefchen, also dieses Schreiben, wo du mir geschickt hast. Ja. Ich stelle es einmal ganz kurz rein für den, der uns zwei jetzt ausdenkt. Das war das hier. Ich habe ja mit der Vatersprache habe ich mich wirklich sehr, sehr schwer getan. Ja, das ist jetzt einmal was, das ist hier, das hast du mir ja heute Morgen geschickt, ne? Ja. Das war jetzt die Knoten, da will ich jetzt gar nicht, mir geht es eigentlich nur, ich jubile dich, kleinen Geist. Darauf, da ist es jetzt, da zitierst du. Ich lande bei den Noten, Udo UB zeigt im Selbstgespräch mit Donis auf die Zirbeldrüse. Ja, da habe ich mich gewundert, weil ich jetzt mich ja mit auf, den Aminosäuren. Ich sage immer wieder Zirr, Z-I-R. ZR alleine heißt ja zu Form werden. Zu Form werden. Aber ZR ist eine ganze Latnei, ich will jetzt nicht in den Geometrie-Explorer gehen, das heißt, ist der Dreh- und Angelpunkt. Oder es war auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Ja, pass auf, hör zu. Der Dreh, ZR, das hebräische Wort ZR heißt unter anderem auch eine Angel, eine Türangel. Mhm. Jetzt ist interessant, Tür heißt ja Reihe. Reihe, ja. Und ein ZR, das ist das hebräische Wort für die Türangel, darum ist es auch der Dreh- und Angelpunkt. Der Dreh- und Angelpunkt, das ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Reihe, unserer Spiegelwahrnehmung. Ja. Erinnere dich, wenn ich sage, wir machen zwei Spiegel, Helga. Ja. Und wir haben jetzt diese zwei Spiegel und du machst einen Spiegeltunnel, die müssen ganz parallel stehen, dann ist es eine unendliche Röhre. Ja. Und wenn die nicht ganz parallel stehen, diese zwei, ich mach's mal von oben gesehen, wenn die zwei Spiegel, wenn du in die Richtung schaust, wenn die nicht ganz parallel sind, dann gibt diese Spiegelreihe einen Bogen. Einen Bogen, wenn ja. Wenn du den Winkel jetzt verlängerst, dann wirst du feststellen, dass das genau dieser Winkel, der Mittelpunkt ist, der Dreh- und Angelpunkt ist von dieser Reihe. Ja. Komplexer wird es, wenn wir dann das Ganze in einem Tetraeder machen, aber da wollen wir gar nicht gehen. Dann BL heißt ja in Gott, der Dreh- und Angelpunkt in Gott. Ja. Und DR, die Öffnung deiner Berechnungen, das ist das hebräische Wort für Generation. Das wird in der Bibel, also in Tenach, in der Tora, wird es nur als Geburtsgenerationen erwähnt. Das ist ja das Wichtige, was ich gerade gesagt habe, dass du, wenn du das Ei, wenn du ein Kreis geworden bist, begreifst du, dass du schon immer noch ein Ei bist. Ein Kreis und ein Ei ist nämlich beides, das gehört zusammen, das sind die zwei Seiten, symbolisch gesprochen. Und das Ganze beginnt ja in der Matrix. Jetzt ist ja die Matrix, wenn ich jetzt die Matrix nehme, da haben wir auch das Schöne, das beginnt ja mit Rechem, schau. Rechem ist die Gebärmutter, da ist das Ei. Ja. Diese Gebärmutter im Mutterleib, der Mutterschoß, das heißt sich erbarmen. Wieso heißt es jetzt sich erbarmen? Weil jetzt Folgendes passiert, dass in der Gebärmutter, das ist übrigens, wenn ich jetzt ein Im dran mache, das heißt, die Gebärmutter ist das Meer, Im ist ja das Meer, die Gebärmutter des Meeres. Jetzt kriegst du die Barmherzigkeit und das Erbarmen. Ja. Aber da wird es natürlich ganz interessant, weil R heißt ja erweckt und Bar heißt das Äußere. Das erweckte Äußere und MN, Mann, das ist das Manna. Das Himmelsbrot. MN, das ist das Himmelsbrot. Ja. Das erste Mal beginnt das Wort MN, Mann heißt Abtrennung. Aus 1 waren 2, das heißt, das eine wird getrennt, darum heißt das Wort nicht nur Vater, sondern auch aufblühen. Ja. Und das im Meer, H-Im, okay, von Gott, wenn wir das jetzt rot machen, wir können auch, aber ich bleibe mal von Gott, im Meer von Gott ist plötzlich B-Rot, das heißt im Adam. Im Adam, ja. Ja. Kannst natürlich auch lesen, eure äußere Zeichen, BR heißt das Äußere und dort heißt Zeichen, äußere Zeichen. Im Meer von Gott sind plötzlich äußere Zeichen. Aber das passiert doch durch die Abtrennung. Ja. Du siehst aber davor immer nur eine Seite. Jetzt ist es natürlich, ob ich das Aussprache technisch kannst du nicht sehen, wenn ich nur das Wort Seite sage, mache ich das mit A oder mit I. Das ist das, was ich immer wieder sage. Das kriegst du erst im Kontext. Und darum hast du es aus heraus. Das Manna, des Himmelsbrot. Von was sollen wir leben? Ich habe das in Almena schon immer erzählt. Diese Kleinigkeit, diese große Frage, von was sollen wir leben? Fragen die Juden, den Mose. Und er sagt, Gott sagt, das ist Man, ist übrigens, kommt von Mens, ist Denken. Denken, ja.
Man ist mens im Lateinischen, das ist Denken. Von was lebst du eigentlich? Was ist mit dir, wenn du nichts mehr denkst? Die Stille, wo sich die ganzen ESO-Köpfe hinmeditieren wollen, weil sie die Schnauze voll haben von dem Leben, den Überlebenskampf. Du hast keinen Überlebenskampf. Den, den ich jetzt das erzähle, der hat überhaupt keinen Überlebenskampf und der kann ja nicht vernichtet werden. Nee, das ist der Wahn, in dem du lebst, dich mit einem Gedanken zu verwechseln, zu sagen, ich bin jetzt der, der vom Computer sitzt, aber die Helge und Udo bin ich nicht, die ich mir ausdenke. Du denkst doch dich, den, der jetzt vom Computer sitzt, genauso. Sitzt nicht die Helge auch vom Computer? Sitzt jetzt nicht der Udo auch von einem Computer? Okay. Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Für dich sind es jetzt Pixelmännchen auf dem Computerbildschirm. Ja. Das sind Illusionen. Auf jeden Fall, schau, wir waren nur bei der Zirbeldrüse. Ja. Gottes das Weisheitsauge machst du noch dahin. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Das ist aber immer wieder dieses Spiel. Hier nur ein winziger Auszug. Ich freue mich, in kleinen und großen Schritten die tiefen Zusammenhänge erkennen zu dürfen. Es sprüht und blüht in mir. Mein alter Glaubenssätze war, das verstehe ich nicht. Das hast du früher immer gesagt. Ich sage immer wieder, das gibt es nicht zu verstehen. Hör einfach und schau, was ist. Ja. Gibt es was zu verstehen, wenn ich zu dir sage, wenn du an was nicht denkst, existiert das für dich nicht? Nein, Udo. Das selbst der Körper, der du zu sein glaubst oder dein Leben lang zu sein geglaubt hast, merkst du schon, diese Worte erzeugen schon wieder das Gefühl von Vergangenheit. Du hast niemals in der Vergangenheit geglaubt, der Körper der Helga zu sein. Du glaubst es immer jetzt. Immer jetzt. Das A, U, B, unsere Beschwörungskunst. Das ist immer, darum wiederhole ich immer dieselben Sachen. GL ist ja die Welle und das ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. GL ist der Glaube, A, U, B. Und da ist es, das ist deine Beschwörungskunst. Es wird immer so in dir auftauchen, wie du glaubst, dass es ist. Das ist die Zauberei. Schau, die Geburt von der Schöpfung einer aufgebannten Polarität. Du kannst ja nicht das ZA, die Geburt einer Schöpfung hast, herausgehen. Ja. Und dann kriegst du ein aufgespanntes BR, ein ausgespanntes Äußeres. Dieses kleine System funktioniert in allen Sprachen der Welt, wenn du den Geist dazu hast. Und mir geht es jetzt nicht darum, dass du das kannst oder dass du das lernen musst, Helga. Lassen wir das einmal gut sein. Das ist in Dankbarkeit, das wäre das Einzige. Und jetzt kommen wir hier mit der Dankbarkeit. Wenn du von jemandem etwas Besonderes, Wertvolles Geschenk bekommen hast, dann wirst du denn auch eine Freude machen. Das ist es wirklich. Geben ist seliger denn nehmen. Ja. Aber schau mal, geben. Geist ist eben. Ist eben. Das ist die Seligkeit. Ja. Und aus dem entspringt doch alles. Ja. Ja. Du musst dich gelöst haben, es kommt eher alles aus dir. Ich gebe zum Beispiel hier jetzt einem Beethoven die Einfälle für seine Symphonien. Niemals in der Vergangenheit. Das, was ich mache, mache ich immer jetzt. Und dort ist so ein Riesenkomplex, es musst du das vor dir aufspannen, wenn ich immer sage, ein Zeitfenster und ein Raumfenster. Ja. Denk doch jetzt ganz einfach und wohlgemerkt, ich erkläre es dem, der mich jetzt ausdenkt. Ich bin jetzt nur ein Gedanke in dir. Und da kann ich tausendmal sagen, was die Figuren in deinem Traum dir erzählen. Die können dir nur das erzählen, was du träumst. Ja, sowieso. Die Figur im Traum hat keinen Einfluss drauf. Also glaube ich auch nicht, dass der Brüssel Udo in irgendeiner Form frei ist. Aber er ist die meiste Zeit ja nicht da. Am besten geht es mir, wenn du mich nicht denkst. Ja. Ich habe aber sehr viel Freude, wenn du mich denkst. Ja. Weil jetzt kann ich immer wieder sagen, dass auch du, der du dir jetzt den Udo ausdenkst, in dem Moment nämlich was Ausgedachtes bist, den denke ich mir aus. Diese Himmelsleiter kommst du dann in einen Bereich, dass du wirklich was denken musst, ohne Informationen aufzuschmeißen. Das nenne ich Chatdenken. Mhm. Dann kriegst du erst den absoluten Durchblick. Mhm. Das ist dieses Komplexdenken. Das kannst du aber erst, wenn du dir das in kleinen Schritten in vielen Leben aneignest. Und ich kann immer wieder bloß sagen, ob du das jetzt glaubst oder nicht, du bist ewig. Wenn du jetzt in diesem Moment dir dieses Video anschaust und den Udo sprechen hörst, bist du ewig. Der, der das sieht, ist ewig. Der, der vom Computer sitzt, ist schon wieder weg, wenn du nicht an ihn denkst. Ja. Und das ganze Leid entsteht, weil du den zuerst einmal am Leben erhalten willst, so lange wie möglich. Ja. Das ist meine Sache mit dem Weidenzaun. Die Sicherheit, die du meinst, du benötigst etwas, ob das Geld ist, das, was du benötigst, ist der, der dich jeden Morgen wach werden lässt. Morgen meine ich jetzt nicht in der Vergangenheit. Der, der dir jeden Moment einen neuen Gedanken schenkt in deinem Traum.
Würde ich das nicht machen, wärst du nämlich ein Geist, der schläft, ohne zu träumen, und dann wärst du wirklich das absolute Nichts. Und das anzustreben, das ist die erste Geistlosigkeit in den ganzen Religionen. Ja. Also nochmal, und alles, was ich dir gebe oder schenke, ist nicht an Bedingungen geknüpft. Das größere Problem ist, dass ich dir die Freiheit gegeben habe, den Herr über deine Traumwelt zu machen. Der Mensch ist das Maß aller Dinge, da ist der blaue Trockennasenaffen gemeint. Es wird für dich immer alles genauso sein und funktionieren, wie du glaubst, dass es ist. Wenn du jetzt bestimmst, dass ich ein Schwätzer bin, dann ist es auch recht, ich habe kein Problem damit. Du wirst ein Riesenproblem haben, weil du brauchst mich, nicht den Udo. Das, was ich dir durch den Udo erzähle, das ist der Schlüssel in eine höhere Ebene. Und wenn du den aus Arroganz verwirfst, wirst du so lange in dem Gefängnis rumhamstern wie in einem Labyrinth, bis du dich irgendwann einmal wieder rückbesinnst. Zeit spielt dabei keine Rolle. Wahrlich, ich sage dir, 1000 Jahre sind wie ein Dach. Und du hast an deiner momentanen Lebensrolle überhaupt nichts zu verändern. Das ist der große Unterschied von Holofeeling. Wir werden das nochmal in anderen Perspektiven und anderen Ausformungen in Blindfeld, wenn es so sein soll, grobe Planung, wenn wir da nochmal genauer drauf eingehen. So meinen, ich habe doch schon alles verstanden. Wenn du mich verstanden hast, hast du kein Problem mehr mit nichts und niemandem. Nein, ich habe ja gemerkt, dass in mir, dass ich den Udo anfange zu verteidigen, der auch nur ausgedacht ist, weil die Aufregung kam wegen den 10 Euro, dachte ich, ich keinen Wert drauf. Das müssen wir nicht, die mich kennen, die wissen das. Aber ich habe das gemerkt. Die, jetzt reden wir mal wieder normal, Helga, die den Udo 20 Jahre oder länger kennen, die wissen das, da gibt es überhaupt kein, wie ich ticke oder was ich als Mensch mache, dass mir solche Sachen so gleichgültig sind. Und die meinen hier, das sagt, immer dran denken, Helga, eine Kritik, die einer in deinem Traum äußert, sagt nichts aus über das, was kritisiert wird. Wenn du das verstanden hast, es sagt alles aus über die einseitige Dogmatik und die Geistlosigkeit derer, die kritisieren. Ja. Ich mache oft als Bruder den Eindruck, dass ich irgendwas kritisiere. Meine Motivation ist was anderes. Ich mache immer das Gegenteil von dem, was dir logisch, was dir richtig erscheint. Nehme ich als Bruder in deinem Traum sehr oft die Gegenposition ein, um dir die Kehrseite vor Augen zu führen, die du brauchst, um auf die höhere Ebene zu kommen. Ja. Geistig gesehen, symbolisch gesprochen, genau genommen, wenn du einen Berg hast, brauchst du das Tal, um in die Mitte zu kommen. Der Weg führt in die Mitte. Du weißt immer, es fällt mir was ein, es taucht was in mir auf. Ich kann in der Welt der Perspektiven immer bloß eine dieser Metaphern benutzen. Wo setzen wir die Quelle von allen Sein hin? Ja. Immer wieder dasselbe. Wenn ich meine, der Himmel, Gott, die Quelle allen Seins ist im Himmel, wird mir was einfallen. Und wenn die unter mir ist, dann taucht es in mir auf. Aber genau genommen ist die Quelle allen Seins die Mitte. Und du wirst ganz leicht sofort überprüfen, hundertprozentig de facto überprüfen können, dass du, Geist, der du mir jetzt zuhörst, immer die Mitte bist von dem, was dich umgibt, was du dir um dich herum ausdenkst. Ob du dir jetzt deinen Schädel ausdenkst, dann hast du über dir Haare und vor dir zwei Augen, wenn du genau die Mitte bist. Wenn du jetzt an das Z im Meer denkst, wo du bist, dann hast du vor dir jetzt den Computer. Wenn du jetzt die Aufnahme anhörst, kann es sein, dass es bloß im Auto sitzt und dir jetzt bloß eine Audiodatei anhörst davon. Du hast einen vor dir, das du siehst, ich sage auf der VR-Brille, auch sinnlich wahrnehmbar, und du hast im selben Moment einen hinter dir. Wo war ich jetzt oben und unten? Sobald ich oben und unten ausspreche, denkst du dir ein oben und unten, wenn du das anschauen willst, dann kannst du das oben machen, dann ist aber das oben vor mir. Und wenn ich das unten vor mich hinstelle, es ist eigentlich immer ein vor mir und ein hinter mir. Und ich kann nach rechts schauen, dann ist das rechts plötzlich vor mir und dazu gehört es hinter mir. Ja. Ich habe jetzt als Udo, ich gehe mal rein, das Pixelmännchen, denk dir mal, du wärst jetzt der Udo, der vor dem Computer sitzt, habe ich vor mir jetzt ein Computerbildschirm mit einem Pixelmännchen Helga und ich habe hinter mir ein Bild. Aber das hinter mir gibt es gar nicht, weil das eigentlich Beroshit, dieses Beroshit ist ja Beroshit inmitten dieses Kopfes, wenn Himmel und Erde erschaffen. Ja. Natürlich jetzt nicht in den Kopf vom Udo, weil der Kopf vom Udo könnte ich jetzt wieder fragen, wo ist der? Der ist doch jetzt in deinem Kopf. Ja. Es ist hundertprozentig sicher, gleichgültig, ob du jetzt als Udo dieses Pixelmännchen siehst oder du denkst dir irgendein Udo nach Weißenburg. Beide Udos, das Pixelmännchen, das in einer gewissen Entfernung vor dir auf dem Bildschirm erscheint als Illusion, ist jetzt deine Information, und wenn du an den Udo in Weißenburg denkst, ist der auch in dir drin. Ja. Er muss in dir drin sein. Ja. Aber in dir drin, und jetzt kommt diese Umkehrung, wo ich immer mit dem Tetraederspiegel mache, dieses
Das Lämmchen mit den vielen Lämmchen drumherum ist, weil wir uns nach außen verstreuen. Aber in Wirklichkeit ist das Mittelste alles. Und das, was du um dich herum siehst, sind deine Divisionen. Das sind deine Teile. Wir müssen eins durchmachen. Nicht 1, 2, 3, 4, 5, sondern 1 durch 2, 1 durch 3. Das sind Facetten, Facetten von dir selbst. Das ist jetzt sehr, sehr oberflächlich und du solltest wissen, ich könnte dir das rein physikalisch oder arithmetisch in der Metaphern, in den Formeln, in deinen Physikbüchern bis ins Detail zeigen, was kein Mensch in deiner Welt weiß. Ich sage immer wieder, Holofeeling überragt alles Wissen, dass du deiner Menschheit zusprichst, von der Vergangenheit bis in die Jetztzeit und wirklich um geistige Welten in einer absoluten arithmetischen Präzision. Weil die großen Weisen deiner Welt sind nur kleine winzige Facetten deines Wissens, die du dir ausdenkst und jedem von denen sprichst du irgendwelche Fähigkeiten zu, die gar nicht existieren und niemals in der Vergangenheit existiert haben, wenn du sie nicht denkst. Drum ist es auch so wichtig, dass da gibt's an dieser Traumwelt gibt's nichts zu retten. Mich interessieren die Menschen in deinem Traum nicht und die im Udosan Traum interessieren mich auch nicht. Ich muss mich um den kümmern, der mich jetzt ausdenkt. Das ist mein Schöpfer. Ja. Nicht um irgendwelche Geschöpfe. Aus wem wird das alles herausgeschöpft? Aus dem, der es sich ausdenkt. Aber bist das nicht du? Ja. Wer denkt sich eine Erdkugel aus, die sich um die Sonne rumdreht? Ja. Ich kann es nicht oft genug sagen, du hast dich vollkommen entgöttlicht, das heißt entgeistigt, wenn du meinst, du hast mit den Dingen, die du dir ausdenkst, überhaupt nichts zu tun. Das ist so ein einfacher Satz. Ja. Verstehe verdammt nochmal Deutsch. Zweites Gebot. Du darfst dir das ausdenken, aber niemals vergessen, Helga, dass das da außen nicht existiert, auch wenn du dir es ausdenkst, selbst wenn du was von dir siehst. Ja. Wie ich immer sage, auf deiner VR-Brille. Ja. Es ist alles ganz anders. Und du musst es verstehen. Du bist nicht nur, dass du es musst, du bist der Einzige, der das verstehen kann, weil du dir das ausdenkst. Eine Figur, die du dir das ausdenkst, wird es niemals verstehen. Das ist eine vergängliche Erscheinung. Auch als so ein Satz. Ewig kann nur was sein, was nicht existiert. Alles, was existiert, taucht auf und verschwindet wieder mit der nächsten Existenz. Jetzt lass mal es gut sein. Ja, danke. Jetzt denkt mir schon wieder jemand aus. Ja. Udo, danke. Bis gleich. Ja, danke. Spiel noch eine Runde Leben. Spiel noch eine Runde. Na, tschüss. Tschüss.